Kommt halt so etwas wie ein großes Erdbeben an den Märkten, denn der heutige Tag, der ist wirklich speziell ein super Mittwoch, könnte man sagen, denn dass die Inflationszahlen und die FED-Entscheidung an einen oder auf einen einzigen Tag fallen, das kommt sehr selten vor. Das letzte Mal vor 4 Jahren im Jahr 2020, also zwei Events, die ja extrem marktbewegend sind. Wir werden sehen, was passieren wird, wie stark dieses Erdbeben ausfallen wird, denn wir sehen hochinteressante Strukturen unterhalb der Indexentwicklungen und das Ganze wollen wir uns mal anschauen. Kommen wir aber zunächst mal zu etwas, was mir aufgefallen ist, wenn man sich in Deutschland mal die Prognosen für die heutigen Inflationszahlen aus den USA anguckt, dann sieht man überall, naja, die Verbraucherpreise im Mai, die dürften bei 0,1% liegen hier. Die obere Grafik, die dritte Zeile von oben, zweite von unten sozusagen. 0,1, so die Erwartung dürfte das Ganze sein, respektive eben ein relativ niedriger Wert. Guckt man sich dann die Cleveland Nowcast, Inflation Nowcast Sache an, die ja öffentlich einsehbar ist, dann sehen wir eine Prognose für 0,08 jetzt in diesem Monat, also auch gerundet 0,1. Das ist einerseits die Erwartung. Guckt man allerdings auf amerikanischen Seiten, dann sieht man hier für die Daten, wird erwartet eine monatliche Inflationsrate von 0,3%. Also hier diese Abweichung, die hier der Fall ist, ist schon durchaus interessant und insgesamt gilt Optimism for a low print. Also man geht eigentlich davon aus, dass die Inflationsdaten heute auf der Unterseite eher reinkommen als auf der Oberseite. Hier sehen wir mal rechts unten, wenn Sie gucken, es haben praktisch alle in der Headline CPI, also in der normalen Inflationsberechnung mit Energie und Nahrung einen Wert von 3,4% zum Vorjahresmonat. Das wäre exakt das, was wir auch im Vormonat hatten. Und Heisenberg weist darauf hin, dass bei den letzten 7 CPI-Reports, also den Inflationsdaten, es entweder am selben Tag noch deutlich nach oben ging oder wenn es Verluste gab, dann am nächsten Tag diese Verluste reingeholt wurden. JP Morgan sagt natürlich, alles unter 0,3 ist positiv für die Märkte mit Gewinnen zwischen 0,75 und 2,5%, wenn es ganz tief reinkommt. Wenn es höher, also wenn die Inflation höher reinkommen sollte, dann natürlich Verluste bis 2,5%. Also hier auch die Grundannahme 0,3%. Das dürfte der Wert sein, der offiziell erwartet wird. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir haben in diesem Jahr dreimal einen Wert von 0,4 gehabt und einmal einen Wert von 0,3% zum Vormonat. Auch die Wettmärkte, hier Kalshi Market Data, gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eher hoch ist, dass wir eine niedrigere Zahl bekommen, was zumindest die Zahl zum Vorjahresmonat betrifft. Nämlich, es wird zwar von den meisten geschätzt, naja, es wird 3,4, 42% schätzen das, aber 39% sagen eben auch, ja, es könnte 3,3% werden. Also wir sehen auch da latenter Optimismus und eins ist klar, es dürfte heute starke Bewegungen geben. Wenn du schon mal FOMC, also FED-Entscheidung und CPI-Daten hast, dann dürfte da einiges passieren. Das dürfte von den Optionsmärkten jetzt die höchste Volatilität mit in diesem Jahr überhaupt passieren. Wenn wir uns nochmal zur Inflation zurückwenden, dann ist die Frage, was passiert denn mit den Güterpreisen? Die waren zuletzt ja nicht mehr disinflationär, sondern haben im Grunde gedreht. Das haben wir bei den Einkaufsmanager-Indizes gesehen, etwa im Gewerbe. Hier sehen wir mal die Frage, die Andreas Seno-Larsen stellte. Die große Frage eben, sehen wir jetzt erste Anzeichen einer Route mehr Inflation? Also, wir haben ja in den letzten Wochen wirklich deutliche Frachtratensteigerungen bekommen. Wird sich das niederschlagen? Weil eben dann zum Beispiel die Frachtraten steigen, das macht den Transport teurer. Dadurch erhöhen viele ihre Preise, weil sie eben selber höhere Kosten haben. Kommt das inzwischen beim Konsumenten an? Das ist die Frage. Und hier sehen wir nochmal eine Grafik links aus Anfang 2024 mit der Aussage, wenn die Inflation bei 0,1% Monat für Monat sein würde, dann wären wir bei dem FED-Ziel von 2%. Allerdings, wenn sie bei 0,4% läge, dann wären wir zum Zeitpunkt der Wahlen
in den USA, also im November, bei 4,8%, also sehr, sehr hoch. Jetzt sind wir dreimal 0,4, einmal 0,3. Wir tendieren also Richtung 0,4. Und selbst wenn wir 0,3 jetzt im Durchschnitt hätten, dann wären wir bei einer Inflation zum Wahltermin bei 3,9%, also Richtung 4% wieder unterwegs. Warum? Weil natürlich der Vorjahresvergleich hier der Fall ist. Wir sehen, im Vorjahr, im Mai, war die Inflation noch bei 4,1% und sank dann im Juni 2023 auf 3,0%. Das heißt, diesmal liegt die Latte noch ein bisschen höher, ist aber schon auch runtergekommen, nämlich der Basisvergleich. Aber nächsten Monat, wenn die Zahlen dann in um und bei 4 Wochen kommen, dann liegt die Latte schon sehr, sehr tief. Dementsprechend gehen jetzt dann eben die Erwartungen oder gehen die Wahrscheinlichkeiten nach oben, dass die Jahreszahl jetzt wieder nach oben tendiert. Ob es dann so wird wie in den 70er, 80er Jahren, ist die große Frage. Hier eine Analyse von Oxford Economics, die sagen, nein, wir haben jetzt andere Zeiten. Erstens sei sozusagen die westliche Welt nicht mehr so abhängig von Öl. Erstens, weil die Amerikaner eben selber ausreichend Öl produzieren und zweitens, weil eben Öl nicht mehr so wichtig sei. Und zweitens sagt man hier, in den 70er, 80er Jahren sei die Bevölkerung jünger gewesen, weswegen auch die Geldumlaufgeschwindigkeit höher gewesen sei. Okay, also da bin ich mir nicht sicher, wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue, bei älteren Herrschaften, mit denen ich sehr zu tun habe, mit denen ich Tennis spiele, mit denen ich solche Sachen mache, meine Damen und Herren, die lassen es richtig krachen in Sachen Konsum, Reisen, Bip und Bab. Das können sich die Jungen gar nicht leisten. Also diese Herrschaften, die älteren Herrschaften, sorgen zumindest in meinem Umfeld für eine ziemlich rasante Geldumlaufgeschwindigkeit. Aber however, auf jeden Fall interessant, dass man hier eben sagt, ja, das ist schon eine andere Zeit. Natürlich jedes Mal, also immer, es gibt immer eine andere Zeit, aber mal sehen, ob sich die Strukturen nicht doch ähnlich verhalten. Wichtig dann heute bei der FED-Sitzung die Dotplots, also das, was die FED-Mitglieder selber erwarten. Hier das März-Meeting und diese FED-Sitzung ist ja so wichtig diesmal eben, weil die Dotplots kommen. Erstens, weil zweitens die Erwartungen der FED-Mitglieder zur Inflation kommen, weil drittens die Erwartungen der FED-Mitglieder zur US-Wirtschaft kommen. Also wir haben hier eine Sitzung, die es nur alle 3 Monate so gibt, nämlich mit diesen Projections, wie sich das nennt. Hier sehen wir mal, das dürfte sich jetzt nach oben verschieben, diese Dotplots, was faktisch bedeutet, dass die FED nur noch davon ausgeht, zweimal in diesem Jahr die Zinsen zu senken. In der März-Sitzung waren es noch 3 erwartete Zinssenkungen durch die FED-Mitglieder. Was aber passiert, wenn aus diesen Dotplots nur noch eine Zinssenkung wird? Denn viele haben ja gesagt, wir wollen mehrere Monate abwarten einer niedrigeren Inflation, bevor wir die Zinsen senken. Jetzt ist aber die Geschichte die, heute kommen die Zahlen. Dann hast du noch mal ein paar Zahlen und dann hast du schon den September. Das ist dann die letzte Sitzung vor der Wahl. Will man da noch mal in Sachen Zinsen was machen? Das ist die große Frage. Also Dotplots werden wichtig und insgesamt sehen wir, dass diese FED-Sitzungen immer wichtige Ereignisse waren natürlich für die Märkte. In letzter Zeit ging es bis auf die März-Sitzung fast immer nach oben, vor allem als der Jerome am 13. Oktober 23 gesagt hat, naja, also Zinssenkung durchaus möglich, Zinsanhebung unwahrscheinlich, so dann sein Tenor in den nächsten Sitzungen. Auf der letzten hat er allerdings gesagt, naja, die Inflationsentwicklung ist eher enttäuschend, also die Inflationsdaten waren höher, weswegen ein higher for longer wahrscheinlich ist. Die Märkte haben sich gesagt, gut, lass den Mann reden, nein, wir glauben eh was anderes. Kommen wir eben zu diesen Märkten, da sehen wir unglaublich geringes Volumen, neues Allzeithoch im S&P 500. Aber wenn Sie da an der linken Grafik mal unten gucken, dann sehen Sie, das Volumen ist gering. Ja, also ist fast kaum einer dabei, möchte man sagen. Rechts sehen wir mal den SPY, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Gestern 36 Millionen Kontrakte gehandelt, vorgestern 35, davor 43, davor 30, davor 47. Das sind Zahlen, wir hatten in den letzten Jahren einen Durchschnitt von um und bei 80 Millionen. Das heißt, wir haben derzeit um und bei die Hälfte des Volumens, was eigentlich in normalen Zeiten der Fall ist. Und jetzt haben wir ja noch nicht die große Sommerpause getrieben. Natürlich gestern die Apple-Aktie, wenn Sie da mal gucken, einer der größten Kursausschläge der letzten Jahre. An einem Tag die Aktie jetzt weit über ihrem Bollinger Band, das ist ein klarer Kauf, 220 Milliarden Dollar hat man hinzugewonnen als Apple an Marktkapitalisierung, ist jetzt damit wieder deutlich vor Nvidia. Apple hat um und bei so einen Umsatz von
370, 380 Milliarden im Jahr. Das heißt, man hat jetzt mehr als ein halbes Jahr mal eben hinzugewonnen, was man sonst an Umsatz in mehr als einem halben Jahr hat. Und die Begründung ist die, dass man sagt, ja, guckst du diese tollen AI-Features, also KI-Anwendungen, ChatGPT, oh, hätte ich auch gerne mal auf meinem Handy, aber geht ja nicht. Nämlich geht für Apple-User nicht, denn da ist es so, dass du erst mit dem iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und so weiter oder eben iPad und Mac mit M1-Chips überhaupt in der Lage sein wirst, diese KI-Spielereien zu nutzen. Und deswegen die Überlegung der Analysten, ja, guckst du, die wollen doch alle KI, die wollen doch alle ChatGPT und so, gell? Also die wollen das doch alle. Deswegen werden die sofort ihre ganzen Geräte, die sie zum Beispiel noch in Corona gekauft haben, in Corona-Zeiten wegwerfen und werden sofort sich diese neuen Modelle von Apple, die überteuerten, kaufen und damit natürlich den Umsatz massiv ankurbeln, vor allem des iPhones. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es wird eben geglaubt und die Welt ist alles, was geglaubt wird, könnte man sagen. So geht es auch mit Oracle, die gestern Zahlen gebracht haben, Umsatz unter den Erwartungen, Gewinn pro Aktie unter der Erwartung, Aktie, der noch 10% nach oben war. Warum? Weil man gesagt hat, oh, wir machen ganz tolle Geschäfte, also zukünftig, ne? So in der Vergangenheit, da haben wir zwar auch KI gemacht, gell? Aber zukünftig wird alles besser, also zukünftig werden wir Gold finden, auch wenn wir in der Vergangenheit jetzt kein Gold gefunden haben, das Gold muss ja da sein, ne? Also deswegen finden wir es auch. Hier sehen wir das dann vor allem die Partnerschaft mit Microsoft und OpenAI. AI, das ist das, weswegen man sagt, ja, also unsere Cloud Infrastructure Unit Sales to increase bei 50%. Das haben wir bei Salesforce auch gesehen, wie das wunderbar explodiert ist mit der Cloud, gell? Aber Schwarm drüber. Jedenfalls sehen wir eben diese Bewegungen bei Tech, während die gemeine Aktie eben eher nicht so toll läuft. Hier sehen wir mal einen Vergleich, den ich gestern schon hatte, das war ein Henrik. Zwischen dem S&P 500 und der Relation Aktien, die fallen, zu Aktien, die steigen. Wir sehen, dass wir im Grunde seit der Rallye ab Ende Oktober, dass mehr Aktien gefallen sind, als gestiegen sind, wenngleich der Index absolut auf neuem Allzeithoch ist. Jetzt gestern die Meldung, oh, die Amerikaner wollen noch mehr Chip-Beschränkungen für den Export nach China. Apple hat das Ganze getrieben, eben mit 220 Milliarden an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Jetzt sehen wir mal uns den S&P 500 und den Equal Weight Counterpart an, also praktisch S&P 500 in Relation zum Equal Weight, wo alle Aktien gleichgewichtet sind. Neues Allzeittief auf dieser 3-Month-Rolling Correlation. Und hier sehen wir, dass die Wachstumsaktien in Relation zu Value-Aktien jetzt auf dem höchsten Niveau seit September 2000 sind. Es kann nur weiter nach oben gehen, meine Damen und Herren. Nicht, dass da bestimmte Erinnerungen an die Tech-Bubble kommen. Das wäre ja also absolut falsch. Solche Vergleiche sind falsch. Hier sehen wir mal gestern, obwohl wir Allzeithoch erreicht hatten, sind mehr Aktien auf ein 52-Wochen-Tief gefallen, auf als 52-Wochen-Hochs gestiegen. Hier sehen wir das. Gestern 173 von diesen Aktien neue Tiefs, aber nur 66 neue Hochs. Das hat es nicht oft gegeben in den letzten 60 Jahren. Was wird da passieren? Ist das sozusagen Vorbote einer Korrektur oder wird das Ganze noch krasser? Auch Bonnie Gortler warnt hier, eine technische Analystin, die sagt, also der S&P steigt immer weiter, aber die Aktien, die über dem 20- oder 50-Tages-Durchschnitt sind, die gehen weiter nach unten. Also diese Rallye wird immer kopflastiger. Nur 47% der Aktien im S&P 500 sind über ihrem 100-Tages-Durchschnitt. Das ist so viel wie im November. November waren wir noch fast in der großen Depression. Da gab es Ende Oktober das Tief. Jetzt haben wir also eine Situation, wo das fast wieder so ist. Rechts sehen Sie das mal grafisch dargestellt, diese negative Divergenz. Was wird da passieren? Wir sehen vor allem Finanzwerte sehr schwach, etwa XLF, ist das ETF in den USA, wo Finanzwerte drin sind. Da ist man unter alle gleitenden wichtigen Durchschnitte gefallen, 12er, 20er, 55er. Das gilt auch für JP Morgan, das gilt für Goldman Sachs, das gilt für US Bancorp, die fünf größte
Eine Bank, die wo praktisch, wie Klinsmann sagen würde, in den USA ist. Hier sehen wir, da ist also diese massive Diskrepanz. Warum fallen Finanzwerte? Was ist da los? Das ist die große Frage. Hier sehen wir auch in Europa, ist das Deutsche Bank, Barclays, ASBC, alle sind unter Druck, laufen nicht gut. Regionalbanken, KRE ist das entsprechende ETF jetzt auf neuem Allzeittief in Relation zum S&P 500. Also beste aller Welten, kann man sagen, und wir sehen Kupfer schwach jetzt nach dieser massiven Rallye, jetzt unter den 50-Tages-Durchschnitt gefallen, während der Dollar so hoch ist wie seit einem Monat nicht mehr. Also was wird da passieren? Wir haben noch Daten aus China bekommen, Producer-Preise, also Erzeugerpreise minus 1,4%, Verbraucherpreise plus 0,3%. Wir sehen also nach wie vor deflationäre Tendenzen in China, weil da eben der Immobilienmarkt nicht richtig funktioniert, und solange der nicht richtig funktioniert, kann eben auch die chinesische Wirtschaft nicht richtig funktionieren. Dementsprechend also sehen wir diese Deflation. Jetzt kommen wir, meine Damen und Herren, noch zu zwei Empfehlungen. Erstens, was ist zu erwarten heute von der FED-Sitzung 14:30? Da spricht man von einem Dot-Plot-Cliffhanger. Ja, was ist denn damit gemeint, meine Damen und Herren? Wenn Sie es wissen wollen, bitte Artikel lesen und gerne weiterempfehlen, oben über diese Social-Media-Button. Und nochmal genaueres zu diesen Restriktionen, die ja für Nvidia und Co. jetzt nicht so cool wären, in Richtung China. Was damit gemeint ist, worum es da geht, sehen Sie in diesem Artikel, also ob diese beiden Artikel 14:30 reinschauen bei den Inflationsdaten, das wird ein Knaller. 20 Uhr bringen wir dann die Fed, das Fed-Statement und ein Live-Feed 20:30 zur Pressekonferenz von Jerome Powell. Davor gibt es allerdings vor 20 Uhr nochmal Marke für State, sage ich. Servus, ciao.